Essen. Ein Grundbedürfnis. Und das zeigt sich auch in Heft 6 aus 2014. Ein Grundbedürfnis ist immer auch eine Glaubensfrage und ein Politikum. Heft 6 aus 2014, die Essensausgabe. Gehaltvoll, abwechslungsreich, voller Ballaststoffe und auch gegen freie Radikale. Der kranke Bote aus Dezember 2014. Ist noch keine Essensausgabe. Stelle ich euch die Ausgabe Willkommen zu Hause vor. Was könnte passender sein zum Lockdown Premium, wenn man das nennt. Die Ausgabe ist von März 2016, hat aber nichts an ihrer Aktualität verloren. Wir haben genauso die Fragen, die wir uns heute stellen. Was macht ein Zuhause aus? Wo sind wir zu Hause? Wie sieht das in der Friedbewegung aus? Genau, gibt es Themen hier. Wo auch kritische Fragen gestellt haben, wo haben wir als Bewegung versagt? Wo waren wir nicht da für andere Menschen? Das Thema Flüchtlinge spielt genauso eine Rolle, wenn man sich fragt, wie kann man sie willkommen heißen. Hier wird auch das Dinner in also Aktion vorgestellt. Es ist auch noch drin ein Welcome Dinner in Hamburg. Kamal stellt vor, wie er nach Deutschland gekommen ist. Also auf jeden Fall ein großes Thema. Dann gibt es auch eine bunte Kinderseite. Genau. Gibt auch Gedichte und Kurzgeschichte. Hier, genau. Also auf jeden Fall eine Leseempfehlung und ist wirklich gut gealtert, wie man sagt. Also greift zu, es gibt noch wenige Exemplare. Viel Spaß damit. Schätze entdecken vor, erschienen 2017, in dem Jahr, in dem Frickstock ebenfalls ausgefallen ist und wir überlegt haben, was können wir als Frickstudessen machen, wie finden wir Gemeinschaft. Genau, wichtiges Thema, welche Schätze haben wir zum Beispiel in Jesus? Und Fabian stellt die Frage mal um von wegen, was ist es uns wert, Jesus nachzufolgen und hat interessante Einblicke. Auch wichtiges Thema, wie können wir freundlich sein, wie können wir zeigen, dass wir Menschen wertschätzen und wir haben verschiedene random kinds of
Random Acts of Kindness gesammelt, genau. Auch ernste Themen spielen eine Rolle, zum Beispiel Angst und Tod. Wir haben hier Einblicke von einer Tanztherapeutin, wie wir mit Ängsten umgehen können, wie wir uns aus Ängsten befreien können. Also, holt euch jetzt diese Ausgabe. Bande. Das Jesus Freaks Magazin. Ausgabe 2018. Warum? Wunderbar und manchmal unerträglich. Ein Blick durchs Heft. Warum lohnt sich Regio-Arbeit? Warum lebe ich mit Jesus? Warum tut sich Gott das noch an mit uns? Warum bin ich Jesus Freak? Unsere Ernte so mickrig aus. Der Warum-Soundtrack ist empfehlenswert. Und Ende. Inhalte ins Heft gekommen sind, die es sonst vielleicht nicht geschafft hätten. Zum Beispiel der schwarze Bote, eine Satire, die wohl nicht jeder verstanden hat. Einiges ist erfahren, wie es so ist, das Freakstock im Rollstuhl zu besuchen. Besorgt ihr diese legendäre Ausgabe, solange es noch welche gibt. Ich bin der Chris von der Social Media Abteilung von der korrekten Bande und ich habe eine kleine Anekdote für euch, denn bei unserer Ausgabe Wahrheit und Lüge hat Facebook unseren Coverpost bei Facebook gesperrt wegen Pornografie. Und zwar dieses Bild, dieses schöne, von Max Klinger, die blaue Stunde. Solche Banausen. Und dabei ist die Ausgabe eigentlich eher inhaltlich kontrovers, denn wir haben euch gefragt, was ist Wahrheit? Und haben von euch sehr, sehr viele schöne Gedanken zurückbekommen. Und ihr habt jetzt noch die Chance, diese Ausgabe zu erwerben. Unsere letzten Exemplare. Genau, schlag zu.
zu Weihnachten. Blöde Idee, Haustiere zu verschenken. Aber wichtiger, das ist eine französische Bulldogge. Dieser kleine Baby wirft voll die Identitätsfragen auf. Zum Glück behandelt das Heft solche und weitere Fragen und hilft mir auf die Sprünge. Hol es dir. Habt ihr euch da schon mal die Frage gestellt, woran wir überhaupt nicht glauben? Dass Nicht-Glauben auch Glauben ist? Mehr und vieles dazu gibt es in dem spannenden Artikel von dem Dennis Michalke, der auch hier in der Ausgabe Woran glauben wir? Geschrieben hat. Genau zu dem Punkt, woran wir nicht glauben. Ein total spannendes Thema, kann ich wärmstens empfehlen, schaut es euch an. Roland und ich bin Teil der Korrekten Bande-Redaktion und ich hatte mich auch als Neuling da sehr viel mit dem Thema Jesus Freaks Bewegung auseinandergesetzt und die Ausgabe Jahrbuch Bewegung ist wirklich sehr bewegend, weil wir dort auch sehr viel über die Grundlagen und die Vielfältigkeit der Jesus Freaks kennenlernen und vor allen Dingen wird dort auf einfache Art und Weise mal erklärt, wer wir denn überhaupt sind und was wir überhaupt machen. Schaut rein. Und ich kann es euch wärmstens empfehlen, wenn ihr auch mal andere Leute dort kennenlernt, wo überall Jesus Freaks sind, die wirklich am Reich Gottes bauen wollen. Viel Spaß!